can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for Andre, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only Andre's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. Traurig. Coming back now, it feels like another world. Andre is not an angry man, Irina. He's just a man who gets angry when he sees people say it's too hard, or that they don't care at all. Ja. Nee, nicht durch Equipment, sondern durch Verbrauchsgegenstände. Das ist nicht so, dass man die ausrüstet mit irgendwas. Ausrüstung gibt es kaum, außer die Waffen, sondern das sind quasi Verbrauchsgegenstände, die einen gewissen Wert an Erfahrungspunkten haben. Und damit füttert man seine Helden quasi, wenn man so will. Und es ist halt wirklich so gebalanced, dass das wirkliche, das eigentliche Erkunden und das eigentliche Kämpfen so gut wie nichts ausmacht, sondern man levelt eigentlich zu wahrscheinlich über 95% nur durch diese Items, die man aber hauptsächlich durch so Events quasi kriegt hoch. Und das ist auf Dauer frustrierend ein bisschen. Katze, wo bist du denn? Was willst du denn? Katze? Hallo? Da hinten? Was ist denn mit dir heute los? Ja, okay, dann nicht gehalten werden, okay. Ich weiß nicht, was du willst. Die ganze Zeit geht sie um mich rum und schreit, aber hochnehmen darf ich sie auch nicht. Naja, andere schreiben, okay. Hi, Mirai. Sorry to miss the post-diet brief. I've been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. I'm sorry to be in such a mood. Don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. Aber das Equipment hat gleich zwei EP-Balken bei den Waffen. Hä? Nee, die Waffen haben nur einen Erfahrungspunkte-Balken, die man hochlevelt. Also im Endeffekt hat man quasi den Charakter selbst, den man hochlevelt. Man hat die einzelnen Waffen für die Charaktere, die man hochlevelt. Und ach so, doch, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, und die Ausrüstungsgegenstände, die aber quasi die Artefakte, die aber nur so kleine Beiwerke sind und auch das Aussehen nicht verändern. Ich weiß schon, was du meinst. Man kann quasi eine Waffe mit anderen Waffen füttern, damit die Erfahrungspunkte für die Waffe steigen und die hochlevelt. Und man kann die Qualitätsstufe oder sowas ähnliches erhöhen, indem man mehrere gleiche, identische Waffen fusioniert. Stimmt. Da gibt es zwei verschiedene Mechaniken bei den Waffen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Zweiteres eigentlich genau bringt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Viele Waffen haben auch sehr niedrige Höchststufen, was das angeht. Manche Waffen kann man gar nicht fusionieren und manche Waffen kann man nur ein- oder zweimal fusionieren und dann sind sie schon auf dem Maximallevel. Das ist, glaube ich, irgendwie eher eine vernachlässigbare Nebenfunktion oder so. Aber das ist so ein bisschen wie bei den Charakteren. Da ist es ja auch so, wenn du die Fähigkeiten... Ja, da gibt es auch so viele Mechaniken bei den Charakteren, wie man die verbessert, weil du nicht nur ihr Level verbesserst, sondern du kannst dann mit anderen Materialien auch ihre ganzen einzelnen Fähigkeiten hochstufen. Und dann gibt es aber noch so Bonusfähigkeitseffekte, die man nur freischalten kann, wenn man einen Charakter mehrfach freischaltet. Das ist total bekloppt. Ab 3 Sterne. Ach so, je höher die Sternenqualität ist, desto öfter kann man die fusionieren. Ah ja, okay, gut. Das wusste ich gar nicht. Guck.
Genau, und das mit den Sternen, das ist im Grunde sind das mit den Sternen nur so kleine Puffer, so kleine Hindernisse, damit man nicht gleich irgendwie auf Level 80, 90 hochleveln kann, sondern dass man alle 10 Level besonders seltene Items sammeln muss, damit man dann quasi diese Hürde überwindet und weiterleveln kann. Ja, jetzt wo ich so drüber rede, klingt das alles sehr komplex und verwirrend. Wenn man mal ein bisschen reingespielt hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, aber genau, ich bin jetzt eben an einem Punkt angekommen, wo ich im Grunde nur noch gucke, okay, das sind die paar Charaktere, mit denen ich wirklich spiele. Was brauche ich jetzt, damit ich den Charakter hochlevel? Und dann sehe ich, aha, da brauche ich jetzt wieder nochmal zwei von diesen Elektro- oder Windschmetterlingen, die man nur bei diesem Windendboss kriegt. Und dann mache ich drei, viermal hintereinander diesen Windboss und dann geht's wieder weiter. Genau. Das ist jetzt so meine, aktuell mache ich so meine Daily Quests und so ein bisschen Charakterentwicklung. Macht nicht mehr so viel Spaß wie die ersten paar Stunden. Die ersten paar 10 Stunden so, also die ersten 10, 20, 30 Stunden mit Erkunden der Welt war richtig cool. Jetzt ist es eher so, naja, ich spiele mal noch weiter, weil ja bald neuer Content zum Erkunden kommt. Eher. Damit man im Zehnerwurf auch 9 Waffen haben kann. Ja, an den Lootboxen. Ich meine, das ist halt auch ein bisschen das Problem, das verstehe ich schon, weil bei anderen von diesen Gacha-Spielen gibt es halt gleich mal hunderte von Charakteren, weil die Charaktere halt im Grunde nichts machen. Die sammelt man halt wirklich nur. Die sind dann in der Regel in so rundenbasierenden Kämpfen, haben die zwei Animationen und das war's dann. In so einem 3D-Spiel sind die Charaktere natürlich wesentlich komplexer von der Animationsarbeit her und so weiter. Und dann hat ja in dem Spiel tatsächlich jeder Charakter noch seine Story oder seine Eingebundenheit in die Hauptstory. Die geben sich dafür die Charaktere viel mehr Mühe und dementsprechend gibt es viel weniger Charaktere und deswegen droppen diese Lootboxen, die man da eben kaufen kann für Premium-Währung oder auch im Spiel erspielte Währung, hauptsächlich Waffen, weil es halt nicht so viele Charaktere gibt. Allerdings ist das eben auch nicht so super motivierend. Auf lange Sicht dann. Aber gut. Genau, und manche Items kann man dann nur an verschiedenen Wochentagen ergattern. Das ist wie in diesem komischen Star Wars-Spielchen, das ich da von EA öfter spiele. Das ist mein Guilty Pleasure. Ich schäme mich dafür, dass ich das spiele, aber ich schaue immer wieder rein und level meine Star Wars-Helden hoch und so weiter. Es ist total bekloppt, aber naja, genau. Also ich gebe da auch kein Geld dafür aus für dieses Star Wars-Spiel. Das finde ich wirklich, das ist eigentlich so videospieltechnisch unterste Schublade, dieses ganze Genre, aber es motiviert halt doch irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist das eben auch so eine Mechanik ganz typisch für diese Spiele, dass du gewisse Upgrade-Materialien nur an gewissen Tagen kriegen kannst. Das ist wirklich alles wie in diesen kleinen Handyspielchen. Naja, ich meine, das Spiel ist jetzt wirklich, der globale Release ist jetzt gerade mal 2 Wochen her oder so, wenn überhaupt. Ich glaube 2 Wochen, da wird sich bestimmt noch sehr viel verändern in den kommenden Monaten. Vielleicht zum Schlechteren, wer weiß. Aber vielleicht können die auch einige Sachen ein bisschen anpassen und reparieren und motivierender machen und schöner machen. Mal schauen. Mir macht's immer noch Spaß. Ich habe gerade viel Kritik daran geäußert, weil eben jetzt dieser Erkundungsteil für mich großteils abgeschlossen ist. Das ist auch wirklich so. Trotzdem macht's mir schon noch Spaß. So ist es jetzt nicht. Aber mal schauen, wie es sich noch weiterentwickelt, das Ganze. Ich bin gespannt. So, wie entwickelt es sich denn jetzt mit dem Spiel hier weiter? Machen wir dann noch einen Tauchgang? Oder schauen wir uns noch was anderes an? Ich überlege halt ehrlich gesagt. Ich hätte noch im Angebot. Da können wir mal ganz kurz gucken. Ich hätte noch im Angebot, ne, nicht zuletzt verwendet, Installationsdatum. Borderlands 3. Aber Borderlands 3 ist was, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht in dem Random-Stream noch schnell für ein, 2 Stunden auspacken, sondern das möchte ich mir wirklich für den 24-Stunden-Stream aufheben für den nächsten, weil das hat das Potenzial, auch über mehrere Stunden hinweg mich dann wach zu halten. Bei so einem 24-Stunden-Stream muss man immer aufpassen. Das gleiche, na gut, Wipeout, ne? Aber das gleiche zählt auch für Spider-Man. Das ist auch ein Spiel. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel für mich ist.
Ich glaube, das ist nicht so ganz meins, aber es könnte sein, weil bei dem letzten God of War dachte ich das auch. Und dann hat's mich total gehuckt. Es könnte sein, dass mir Spider-Man total gut gefällt und mich dann eben durch den nächsten 24-Stunden-Stream durchzieht. Also ein wichtiger und guter 24-Stunden-Stream-Kandidat, den ich mir gerne aufheben würde. Und Wipeout ist halt auch eher, habe ich extra für einen 24-Stunden-Stream gekauft, für die Passagen, wo ich dann echt erledigt bin und echt nicht mehr kann. Und dann brauche ich einfach so ein Tunnelblick-Zoom-Spiel, wo ich dann einfach da sitze und wie ein Zombie so, boah, voll schnell und so. Deswegen ist das, will ich mir das auch aufheben. Und ansonsten habe ich nicht so viel neues Zeug vorinstalliert, das ich wirklich für den Random-Stream entsprechend noch nie irgendwo gezeigt habe. Beim Verwalten der Playlist ist mir erst aufgefallen, wie unglaublich viel Spiele ich schon in Let's Plays oder Random Drops oder Streams verpackt habe und auf dem Kanal vorgestellt habe. Wahnsinn eigentlich. Irre. Da hat sich unglaublich viel angesammelt. Naja, deswegen, weil ich nicht weiß, was wir jetzt weitermachen, spielen wir noch ein bisschen Beyond Blue. Vielleicht kommt noch was. Ah ja, vielleicht können wir uns wieder einen neuen Teil dieser Dokumentation anschauen. Oh, sogar mehrere. Na dann, das ist chillig, das machen wir. Umkehrung des Alterungsprozesses. Darüber haben wir gehört, dass so Quallen quasi durch die Regeneration teilweise ewig leben. Es gibt viele Mikroorganismen, die tatsächlich ewig leben im Endeffekt. Wobei das mit Zellteilung ist das immer ein bisschen schwierig, weil man könnte sagen, dass bei Zellteilung der alte Organismus in zwei Organismen sich aufteilt und der alte nicht mehr da ist. Man könnte aber auch sagen, dass der Originalorganismus irgendwie ewig weiter existiert nach so einer Zellteilung. Theoretisch, wenn er nicht gefressen wird oder so. Deswegen, naja, ist ja egal. Schauen wir uns das mal an. Jellyfish have mechanisms of self-repair. They're constantly getting like bitten by turtles and chunks getting taken away. 50% of the jellyfish population are wounded. So they've gone through 500 million years living, persisting in the ocean in simplicity, and they've come up with some remarkable ways of living. There's something called the immortal jellyfish and how they age, aging in reverse, which we're just beginning to understand, where they get old and then degenerate back into a youth again. In understanding the gene pathways and how this happens, this could look at, you know, humans. We don't have this capacity to age in reverse. It's like Benjamin Button, and it's here. And it just takes the kind of focus and dedication to look at that jellyfish and to grow that jellyfish and to figure out how to use the best available scientific tools to get at this question. It's just about kind of looking super deeply and letting the secrets unfold. Der Grund, warum ich das schade finde, ist, weil der Hype bei fast allen, die das angefangen haben, schon durch ist. Diablo zum Beispiel könnte man auch super mit Lootboxen machen, aber wenn alles Relevante durch Lootboxen gelöst ist, dann ist das einfach unmotivierend. Beziehungsweise wird man halt am Anfang so stark mit dieser Premium-Währung überschwemmt, dass es eigentlich noch cool ist, aber jetzt an dem Punkt, wo ich bin, ist das Grinden für diese Lootboxen schon so hart und frustrierend, dass das wirklich nicht mehr motivierend ist. Besonders wenn man in 100 Würfen quasi immer die gleichen Mädels bekommt, die sich nur extrem minimal verändern. Ja, das lohnt sich nicht wirklich, dass man die mehrfach sammelt, ne? Die Bonis, die wir kriegen, sind wirklich nur minimal. Hier ein paar Prozent mehr auf den Schadenstyp oder sowas. Das stimmt. Ich habe jetzt 3-mal Fischl bekommen. Ah ja, und die ist genau wie vorher. Die Gratis-Events-Mädels sind dann auch das Einzige, was Spaß macht. Auf das spekuliere ich auch überhaupt nicht und das ist mir auch ziemlich wurscht. Ich möchte eigentlich, obwohl ich immer nur die gleichen, sagen wir, 6 Charaktere benutze,
sammle ich quasi schon ein bisschen die Figuren, aber auch wenn ich sie dann nie benutze. Ich habe auch schon recht breit gefächertes Repertoire. Ich hatte da ein bisschen mehr Glück, wenn man es so sehen will, dass ich wirklich sehr viel unterschiedliche bekommen habe. Ich hatte noch nicht viele Charaktere zweimal. Für andere, die eben so eher so auf Optimierung spielen, wäre das wahrscheinlich eher Pech. Die hätten gerne den Charakter, den sie gerne mögen, mehrfach, damit man noch ein bisschen mehr Effizienz aus denen rausholt. Aber da spiele ich eher so auf Completionism. Ich bin jetzt mit Mondstadt wirklich, glaube ich, komplett fertig. Ich habe in Mondstadt jetzt alle Achievements, habe über 400 Truhen geöffnet und alle Schreine geöffnet und keine Ahnung. Da bin ich jetzt einfach durch. In Liel, dem zweiten Gebiet, da gibt es noch ein bisschen was, das ich noch nicht entdeckt habe, anscheinend zu tun. Wobei ich echt nicht mehr weiß, wo das noch sein soll. Aber naja, genau. Da fehlt der Content. Und eben, das ist wirklich ein Problem. Das sehe ich auch, dass das ein Problem für das Spiel werden könnte, weil dieser weil eben diese Handyspiele, die mit diesen Progressionsmechaniken arbeiten, pumpen halt einfach wöchentlich Content raus, weil das halt einfach billig produzierte Scheiß-Content ist. Böse ausgedrückt, aber es ist halt so. Da macht man ein 3D-Modell mit 4 Animationszyklen und bam, hat man eine Figur, nächster Charakter. Das geht halt nicht so einfach. Und wenn die den Anspruch haben, dass die wirklich alle Nationen, alle 7 Nationen als so große und prall gefüllte Maps veröffentlichen, braucht die Entwicklung für diese einzelnen Maps bestimmt Monate, wenn nicht sogar länger. Und ich glaube nicht, dass man mit diesen Mechaniken, die jetzt im Spiel sind, Spieler bei der Stange halten kann, bis dann nach Monaten endlich mal ein neues Gebiet zum Erkunden kommt. Das funktioniert so einfach nicht. Und dass die jetzt irgendwie einen Event veröffentlicht haben, den wahrscheinlich die meisten Spieler am ersten Tag, also ich zumindest, habe innerhalb von 2 Tagen alle Achievements und alles, was man über diesen neuen Event kriegen kann, freigeschaltet. Und jetzt muss man halt über einen Monat oder fast 2 Monate auf das nächste Update warten. Das könnte dem Spiel zum Verhängnis werden. Ich meine, gut Ding will Weile haben. Ich will gar nicht sagen, so von wegen, die sollen sich mal beeilen. Das überhaupt nicht. Die sollen sich ruhig, damit der Content auch qualitativ hochwertig wird, die Zeit nehmen, die sie brauchen. Aber ob das ganze Konzept, so wie es ist, funktioniert, das bezweifle ich halt einfach leider. Wenn die Helden alle Events machen könnten, wäre es mir egal. Ich habe keinen Erd- und keinen Luftkämpfer. Ah ja, das ist doof. Ich meine, der Startcharakter kann ja beides theoretisch. Aber das ist wirklich doof, wenn einem Elemente fehlen. Das habe ich auch in meinem letzten Video gesagt, dass wenn einem da Elemente fehlen, ist das, glaube ich, echt frustrierend. Das kann ich verstehen. Das glaube ich auch. Vor allem, weil gerade bei dem Hauptcharakter, der ja genau die beiden Elemente durchwechseln kann, dieses Wechseln auch so umständlich ist. Da muss man sich immer zu dieser Statue teleportieren und sie da sagen, hey, änder mal mein Element. Und dann ändert er das Element und dann muss man wieder dahin zurück, wo man das Element gerade braucht. Und dann muss man wieder wechseln. Das ist nervig. Das kann ich verstehen. Da habe ich zum Glück diesen kleinen Windboy bekommen, diesen Windbeutel mit der Harfe. Der ist super mächtig. der ist gut. Und die Noelle ist sowieso fast immer in meinem Standardteam, weil das ist einer von meinen beiden Großschwertcharakteren. Und auf jeden Fall die nützlichere von den beiden. Der kleine Eisjunge mit dem großen Schwert, den ich habe, ist einfach nicht besonders gut. Naja, wie dem auch sei, schauen wir uns mal Auge eines dummen kleinen Primaten an. Das sind wir! Juhu! The energy from our star flies through the universe, through our atmosphere, and hits us at the ground. But now, when we go underwater, the ocean properties of water are like pure blue filter. So it's going to filter out all these other wavelengths except blue. As you go down further, it's primarily blue, blue, blue till 700 meters. And at that level, there's still faint photons of sunlight in the blue range. And we call this the twilight zone. And there, animals are still perceiving a tiny little bit of our sun's energy. Below this, it's gone. 24/7 darkness. It turns out that there's a ton of color vision
down in the deep. So it's like they're making enough light down there to be able to be satisfying all the eyes of the deep sea creatures. So it's not this totally dark world down there. It's still light. It's just the animals are making the light rather than the sun. We've designed all this technology to kind of satisfy our visual hardware. As I started looking at other animals, they have totally different hardware. And I've been looking at everything through these silly little primate eyes. We have to overcome our humanness to jump behind the world of a shark or another creature and see the world from their perspective. We found a biofluorescent shark, and it only sees right at the blue-green interface. So it's really just tuned to a very similar spectrum to the environment it lives in. This fluorescence was creating greater contrast for the shark. It's like this endless well of information. We're at the very tip of the iceberg. Tja, cool. Oder was eigentlich noch schlimmer ist, ich habe einen Erdkämpfer, der keine Erdattacken kann. Ach so, du meinst Inuel, glaube ich. Die habe ich eben auch. Das ist auch meine Erdkämpferin. Mit dem Schild und genau, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, genau. Es gibt nämlich wirklich auch manche Rätsel, die kann man nur mit auch zum Beispiel der richtigen Waffe oder Fähigkeit lösen. Da reicht es nicht, wenn man das richtige Element hat. Da hilft es zum Beispiel nicht, wenn man Windfähigkeiten hat. Man braucht schon einen Windbogenschützen, damit man schnell genug das machen kann. Oder eben bei den Erdfähigkeiten ist es auch so. Aber das ist bei vielen, eigentlich bei fast allen Nahkämpfern so, dass die Standardangriffe von denen kein Element haben. Da braucht man immer die Zweitfähigkeiten. Und wenn das eine ungünstige ist, wie bei Noelle eben für manche Rätsel, ist das doof. Nur die Bogenschützen können alle einen Charged-Angriff machen, der dann auch immer gleich Element hat. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich eben den Windboy Fischl... Wie heißt denn der Windboy? Ich kann es mir nicht merken. Aber der kleine grüne Windboy Fischl und die Feuerbogenschützin, die man sowieso standardmäßig kriegt, habe da. Genau, bei Erde habe ich auch nur Noel und die Protagonistin eben. Die kann ja auch auf Ilim. Die braucht man ja auch. Im Erdgebiet, im zweiten Gebiet von dem Spiel, sollte man die sowieso auf Erde umstellen, weil es ganz viele Schalterrätsel gibt, die man nur oder fast nur mit ihrer Erdfähigkeit überhaupt lösen kann. Alle Nahkämpfer haben eine Elementarattacke. Nee, nicht alle. Die manche kriegen die erst, wenn man die Fähigkeit hoch genug levelt, dass in die Combo eine eingebaut wird. Aber bei ganz vielen dauert das... Also ist das auch nicht so leicht mit Elementarattacken. Ich überlege gerade, nee, der Eiskerl hat zum Beispiel auch nur, der hat halt quasi seinen Eis-Machtstoß, den er öfter machen kann. Aber auch nicht immer. Alle, deine, wirklich? Ich überlege gerade, mir fällt kein einziger Nahkämpfer ein, der standardmäßig eine Elementarattacke hat. Also keiner von meinen, glaube ich. Auch nicht die Elektrofrau? Nee. Meine Protagonistin, wenn ich sie auf Wind gestellt hatte, macht in ihrer Combo eine Windattacke, aber erstzeitig die Windattacke hochgelevelt hat. Aber sonst glaube ich nicht. Na gut, schauen wir uns das nächste Mal noch an. Der Eiskerl mit dem Großschwert. Ah ja, der hat mit seiner... Das stimmt, den habe ich auch. Der hat auf seiner Schultertaste... Also... Aber ich glaube, seine normalen Angriffe haben trotzdem keinen Eiseffekt. Nur seinen Schultertastenangriff. Und der lädt sich bei dem halt schnell auf. Und da gibt es halt Unterschiede. Die Magier haben auch immer ihr Element. Mein Wasserschnell-Schnellschläger macht Wasser. Den kenne ich, glaube ich, dann nicht. Wasser habe ich, glaube ich, nur die Barbara, die Heilerin. Ich glaube, sonst habe ich keinen Wassercharakter, oder? Ich überlege gerade. Nee, doch, ich habe noch einen... Stimmt, so einen kleinen Jungen habe ich noch. So einen Degenfechter. Der macht auch Wasser. Aber den habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Also nie so wirklich. Den schicke ich immer auf Expeditionen. These animals travel thousands of kilometers navigating open oceans that have no physical landmark. They have that innate ability to find their way.
They're only sharing our beach for a short point in time, but they need protection because man has brought an ancient species to near extinction. I got involved at the time when hostilities were very real. People came with guns and machetes to poach a turtle. We would protect these animals at all costs. Because on the high tides, when the tide comes up, this area here will be flooded, right? So when the sea turtle lays her egg, the nest requires a constant temperature. And if we recognize that this nest is in a real bad spot, we choose a spot further inland on the beach that's stable, and then we would evaluate if the eggs were able to hatch because of us moving them. And in both cases, we're always right. So as the villagers began to benefit from the tourism that turtle conservation was creating, they saw that the turtle was worth more to them alive than dead. The children really love sea turtles. We educate them, but we involve them. And by so doing, we get them to a level of interest where they want to become actively involved. When we first started this conservation work, we would encounter, at the height of the nesting season, 30, 40 turtles. Now we encounter over 500. That's significant. Some people argue, well, that's nature. Leave them, why protect them? But remember, humans have to intervene sometimes to help nature keep existing. Okay.